Herzlich willkommen zurück hier im LS13 Titanium Projekt. Mit dabei hier auf der Map ist der Fabian. Hallo. Hey. Ich mache irgendwie gerade so wie so ein völlig euphorierter Idiot, der hier irgendwas ansagen muss. Und im Background, nein. Und noch im, ja, nebenbei noch der ABJ. Mhm. Der sich gerade meinem Rätsel der letzten Folge widmet. Vielleicht kennt's doch jemand von euch. Genau, die Erde ist 1, der Mars ist 2, was ist der Neptun? Das wurde mir vorhin gestellt. 9. Nein. 5. Nein. Blau. Wie kommst du auf 9? Eine Vermutung von mir. Nee. 10. Nein. Schade. Blau. Das stimmt sogar, aber das ist nicht die Antwort, die ich suche. Blau. Blau erklärt alles. Und der Neptun ist auch nicht 42. Nee, er ist 13. Beides. Man hört dich, du bist leise, egal. Phobos und Deimos hatte ich dir gerade als Tipp gegeben. Ich bin leise? Ja. Alle gebildeten Zuschauer unter euch, die nicht jetzt nur ist besser auf die Hauptschule gehen. Nee. Hauptschule! Nee, ich bin jetzt nicht böse zu dir, tut mir leid, Fabian. Ich bin auf der Hauptschule! Ich weiß. Phobos und Deimos sind die zwei Monde des Mars. Okay. Das weiß ich halt, dummerweise. Ja, sowas lernt man auf der Realschule halt nicht. Auf dem Gymnasium auch nicht. Richtig. Phobos und Deimos sind die Monde des Mars. Sind zwei. Die Erde hat einen Mond. Ja. Eins. Der Neptun hat 13 Monde. Der letzte wurde 2013 entdeckt. Warte mal, was habe ich Referat Kallen? Über den Saturn. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Der Saturn hat sehr viele Monde. Ich glaube 245. Okay, kannst du sie mir bitte kurz aufzählen? Und jetzt noch bitte die ganzen Asteroiden, die da außen rum kreisen. Ja, die wurden da glaube ich auch mitgezählt. Nee. Saturn. Also die wichtigen sind der Titan, Dione, Rhea, Iapetus, keine Ahnung, mit aussprechen habe ich eh nicht. Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Nicht. Aber es gibt, der Jupiter hat einen Mond, der heißt Europa. Ah. Ich schaue gerade durch. Äquator ist 120.000. Masse. Ich glaube, der Saturn ist gerade niedrigerer. Vergleich zwischen Saturn und Vergleich. Oh Gott, das ist das Neunfache des der Erde, des Erddurchmessers. Das ist gut. Milliarden Kilometer seine Bahn zwischen interessiert keinen. Das interessiert auch keinen, die Gase. Ja eben, warum schaust du es denn nach? Keine Ahnung, ich schaue hier gerade Monde. Ich weiß es eh nicht. Kannst du auf der Oberfläche des Jupiter stehen? Der ist aus Gas. Also, das ist ein Gasplanet. Ja, ich weiß. Also nein. Aber er hat, glaube ich, einen festen Kern. Na, aber du würdest dann drin nicht mal überleben. Nö, das wäre... Du kannst doch draußen nicht überleben, wenn er kein... Bye bye. Tschüss. Bye bye. Wenn er kein Gasplanet wäre, könntest du dort auch nicht überleben. Dein Ernst? Ja. Nicht dein Ernst. ABG ist ein Ernst. Sagt uns BB und schreibt es dann auch noch in den Chat. Na, lass ihn doch. Was hast du eigentlich für Monitore? Einen 16:9 und einen uralten.
Ja, was ist denn der 16:9? Welche Diagonale hat er denn? 24 Zoll. Welches Verhältnis hat denn der 16:9 Monitor? Ach so, 16:9. Ah, ja. Und 24 Zoll Monitor. Ah ja, das ist gut, das habe ich auch. Vor 2 Jahren zu Weihnachten bekommen. Ha, meine ist nicht mal ein Jahr alt. Ich werde aber mir wahrscheinlich bald irgendwann mir einen zweiten Monitor nochmal holen, dann nochmal 9. Also da habe ich 3 Monitore hier stehen. Du hast doch eine Nvidia-Grafikkarte. Hm. Ich glaube, die unterstützt nur 2. Nvidia GeForce GTX 660. Ich Ti. Auch. Ohne Ti. Verdammt. Nee, ich glaube, Nvidia-Grafikkarten unterstützen nur 2 Monitore. Nee, ich glaube, die schafft mehr. Müsstest du dich erkundigen? Meine, das ist mir egal. Weil den einen alten, den brauche ich eigentlich gar nicht. Ja. Der ist halt eh voll klein. Wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann kaufe ich mir auch noch einen dritten Monitor. Ja. Also dann einen zweiten. Was habe ich denn jetzt hier? Warte mal, 1028 auf 1200. Weil der da üben, ich weiß nicht mal was. 1280 auf 1024 hat jetzt der andere. Keine Ahnung, der ist einfach da. Ich weiß nicht mal, was der da üben hat im Moment. Hier. So, B, Steuerung B. Irgendwann ein zweiter Monitor, wäre schon schön. So. Aber wie findest du eigentlich jetzt das Projekt auf Hardcore? Weil ungelesen sind. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Du hast es vorher gesehen. So, wie findest du das Projekt auf Hardcore? Es ist hart. Es ist hart, aber... Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir es zu großen Maschinen bringen, bis LS15 rauskommt. Hm. Aber ehrlich gesagt... Oder ob wir doch auf normal gehen. Wenn, dann gehen wir gleich auf einfach. Nein, ist langweilig. Da haben wir gleich wieder so viel Stress. Oh, kaufen. Ja, aber ich will nicht verantwortlich gemacht werden am Ende dafür, dass ich schon wieder hier... Oh, du hast dich wieder übernommen, du Weichei. Machst du wieder die Schwierigkeitsstufe runter. Oder wollen wir auf Hardcore bleiben? Persönlich würde ich eben aus dem Grund auf Hardcore bleiben. Es ist einfach auch mal das Schöne, mal auch auf Hardcore zu spielen, dass man auch mal spielt, dass da auch mal der Anreiz da ist, zu spielen, dass man auch mal, da sieht man auch mal, was die Maschinen eigentlich wert sind, was es eigentlich für Arbeit ist. Ja. Deswegen finde ich das Projekt eigentlich noch ziemlich gut, finde ich jetzt persönlich. Ja, ich auch. Wie es bei anderen jetzt ist, zum Beispiel bei Ungelesen. Ey, liebe Zuschauer, schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wollt ihr weiter auf Hardcore das sehen? Eben mit entsprechenden Fortschritten? Oder wollt ihr jetzt unbedingt sofort in der nächsten Folge den Case-Mähdrescher haben, sodass wir auf leicht umstellen sollen? Auf leicht, glaube ich, wollen wir nicht umsteigen, oder? Oder schreibt uns einfach mal in die Kommentare, was ihr gern sehen würdet. Oder welche Schwierigkeitsstufe euch am meisten zusagt. Also... Ich würde entweder auf Hardcore bleiben, aber höchstens auf Ding runtergehen, auf Normal. Höchstens. Würde ich sagen. Okay, ja. Weil einfach ist dann wirklich zu einfach. Ja. Weil ja. Dann merkt es wieder, da ist man nach, wie bei dir bei 300 Parts, alle Felder, alles fertig und alles so. Wobei Guden das natürlich schon nach 200 hatte. Dennis. Ja, ich wahrscheinlich auch bald. Ich weiß nicht mal, wann ich das Projekt eigentlich mal beenden möchte. Ja, machst du einfach weiter. Das siehst du dann, wenn es genug ist. Ich brauche auch da mal endlich, dass das hier mal alles fertig wird. Ich hab glaub, da kommen irgendwann noch Videos. Ich weiß es, glaube ich. Ja, an meine Zuschauer mal, ich weise nochmal darauf hin, ich habe ja jetzt inzwischen einen Upload-Plan. Das Tolle daran ist, ihr könnt ihn nicht sehen. Ich habe ihn hier so zur Zeit des Aufnahmedatums noch nirgends hochgeladen oder veröffentlicht. Aber ich würde sagen, wenn diese Folge kommt, ist der Upload-Plan bestimmt schon in seinem
Kanalbeschreibung unter uns verlinkt. Über uns. Ja. Über uns. Über uns, genau. So heißt es richtig. Über uns? Über uns heißt die Kategorie. Hm? Aber eigentlich ist es ja dann unter über uns. Nee, verlinkt nicht, aber ich werde ihn da reinschreiben. Ja. Selbstverständlich immer mit dem Kommentar, dass das Ganze ohne Garantie ist. Ja, ja. So, gibt's irgendwas Mails-Technisches? Wahrscheinlich kommen jetzt so übel die Mails rein. Ach, Mails-Technisches. Ich dachte gerade, was willst du jetzt mit Mails-Technisches? Nee, da hätte man jetzt noch ein paar Kommentare vorlesen können von mir oder Seitz, ja. Aber bei mir kommen ja nicht so viele wie bei dir. Bei mir ist im Moment auch ein bisschen Flaute. Bei dir kommen ja eh nur so Kommentare. Dein Mikrofon Mikro. Schlecht. Man hört dich nicht, man hört dich nicht, man hört dich schon wieder nicht. Schlechte Soundqualität. Ja. Ich kauf dir ein neues Mikro. Aber die Stimme war da übelst geil. Ja, ja. Pass auf, dass ich nicht einen auf Q-Elsa mache. Ach ja. Aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's gar nicht hin. Ich versuch's nicht. Nee, jetzt. Der wird jetzt... Nein. Ja, genau. Auf dem letzten Meter wird er nochmal voll. Das ist doch gut. Ja, jetzt muss ich nochmal abtacken, damit ich den letzten Meter auch fahren kann. Naja, ich muss jetzt noch alles aufnehmen für nächste Woche. Ach so, ja, da bist du ja nicht da. Nein, nächste Woche bin ich mal nicht da. Jetzt ist schlimm. Okay, dann wird halt nächste Woche viel mit Niki aufgenommen. Beides. Ja, weil du nicht da bist. Dann mache ich wieder Trackmania mit ihm. Ist der überhaupt auch schon da? Und ja, stimmt, der kommt ja morgen. Oder? Ja. Aus dem schönen Skiurlaub. Ja, ich weiß gar nicht, ob der so viel Schnee hatte. Ach, ich grubber jetzt hier einfach mal. Damit du hier wieder weitermachen kannst. Nicht mal... Na, es könnte wieder zu viel verraten, glaube ich. Deswegen sage ich das jetzt gar nicht. Also bei uns in der Umgebung gibt es ein bisschen ein Gebirge, ein kleines halt. Namen verrate ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich sag's nicht. Boah, ist das echt? Verdammt, mein Gruber ist leer. Mein Gruber ist leer. Ey, nachts ist es kälter als draußen. Heller Kaffee grad, schmeckt besser als kalt. Ich bin gerade anders beschäftigt, so. Was? Ich war gerade ein bisschen anders beschäftigt. Ja, du kurfst hier mit dem... Was ist das für ein Gefährt? Kramer. Kramer. Rufst du mit dem Kramer durch die Gegend? Ich hab nen Kramer. Ich bin der Farmer, bin geboren auf dem Milchkühe. Ich kriege keine Frau, ich tue, was ich kann und unterwegs wo, wenn ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin der Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tue, was ich kann und unterwegs wo, wenn ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Die Strophe kann ich nicht. Aber der Refrain. Kennst du, dass mir die Bilder hinterlegt? Ich glaub schon. Das ist richtig übel. Ich bin der Farmer, bin geboren auf dem Land mit Kühe. Kennt ihr die LS-Version davon? Oh, kennt ihr die LS-Version? Ja, schaut sie euch einfach mal an und direkt danach macht ihr weiter mit dem nächsten Part vom Titanium-Projekt. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.